Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Zelda The Wind Waker. Ja, und nach geschlagenen 7 Parts voller Sidequest-Action habe ich mich dann doch mal dazu entschieden, der Hauptquest zu folgen. Und zwar müssen wir nach zur verwunschenen Bastion, ja. Ich überlege gerade, ob wir da nicht irgendwie in die Nähe weiterkommen. Oder ob wir da jetzt von hier aus hinschwimmen müssen. Wenn ja, dann werde ich das ein bisschen beschleunigen. Aber, ja, okay. Gut, ich beschleunige die Fahrt. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, denn wir müssen unsere Schwester retten. Alles klar, wir sehen uns gleich. Nachdem dieser Wind mich zur verwunschenen Bastion getragen hat. So, da sind wir gleich schon hier in Action. Wir werden gleich begrüßt mit explodierenden Fässern. Und vor uns liegt die verwunschene Bastion. Und wie ihr seht, wir sind nicht gerade willkommen. Naja. Okay, Aktion Rette deine Schwester, die zweite ist voll im Gange. Auch diesmal wird es anders ablaufen. Nein, wir haben die gefährlichsten Gefahren hinter uns gebracht und uns ultimativ bewaffnet. Und diesmal kann uns der Vogel nicht einfach so rausschmeißen. Nein. Okay, wir sind angekommen in der Festung. Und sie wird gut bewacht, diesmal von außen. Ja. Habe ich die denn überhaupt schon eingezeichnet? Ah ja, die ist von Anfang an schon drin gewesen. Gut. Dann muss ich den Fischer hier nicht fragen. Das Einzige, was ich jetzt wissen muss, ist, wie komme ich da rein? Irgendwo hier war so ein Eingang, den wir uns allerdings freibomben müssen. Und hier, ah, da ist er. Sind schon lauter Selbstschussanlagen. Bäm, einmal gegen die Wand gefahren und gebremst. Okay. Wow, das ging schnell. Uhu. Wir fallen mit der Tür ins Haus. Muhaha. Und da sind wir wieder zurück. Am Ort des Grauens. Ganon weiß sicherlich bereits um unsere Anwesenheit. Aber du hast das Masterschwert auf deiner Seite. Vernichte damit all deine Gegner und befreie deine Schwester. Sei furchtlos. Sieg. Gut. So, mit dieser Aktion habe ich meinen Sieg eingeleitet. Und jetzt können die mich sogar sehen, hier. Der Scheinwerfer rennt sogar vor mir weg, er hat so eine Angst vor mir. Und ich dachte, hier passiert jetzt was, denn wir wollen ja eigentlich hier hoch, aber wir kommen da gerade gar nicht hoch, weil hier ist so ein komisches Teil auf einmal. Also sie haben andere Sicherheitsvorkehrungen eingeführt. Und da ist er, der erste Gegner, auf den wir treffen. Ein lachender Schatten. Oh, der mit Lichtkugeln auf mich wirft. Kein Problem. Oh, doch Problem. Okay. Wo ist er? Er wirft Lichtkugeln auf uns. Es ist ein armer Schattengeist, der schon so lange hier lebt, dass ihm langweilig ist und er einfach nur einen Freund sucht, mit dem er Ping-Pong spielen kann. Oh. Oder erscheint er wieder? Boah, das war aber nicht schlau von dir, Alter. Genau hinter meinem Rücken erschien. Wo ist er? Wir können ihn leider nicht mit dem Bogen oder so treffen, glaube ich. Man muss warten, bis wir siegreich aus dem Ping-Pong-Turnier herausgehen. Oh, verdammt. Ja, das war schon immer meine Paradedisziplin. Viele wissen es nicht, aber ich bin Meister im Lichtball zurückschlagen von 2002. So. Da geht er wieder down und das wird sein letztes Mal sein, denn wir stechen ihn ein letztes Mal. Das Masterschwert in sein schattiges Herz. Na gut. Ja, er verschwindet. Er ist irgendwie nicht tot. Kann das sein? Naja. Töte einen Schatten. Die Türen öffnen sich und ein Schatz erscheint. Und in diesem Schatz ist etwas ganz Besonderes drin. Und zwar ein neues Item, mit dem wir durch diese komische Barrikade da durchkommen. Es ist ein riesiger Stahlhammer. Na gut, so riesig sieht er gar nicht aus. Ja, und mit dem können wir ganz schön raufhauen.
Oh nein, ich hasse diese Monster. Okay. Ich zeig euch mal hier diesen Hammer. Er ist riesiger, als es aussah. Und jetzt kommen wieder die nervigsten Gegner. Ich hasse sie. Ah, sie stechen mich einfach immer ab. Ich hau ab. Ich hasse diese Gegner. Sie kommen immer wieder. Und dieses... Ich krieg eine Macke. So. Durch die Wand. Verschwindet. Lass mich in Ruhe. Boah, ich zermatsch jetzt einen von denen. Komm her. Komm schon. Da ist noch einer. Bäm! Oh, das gibt einen dicken Fleck. Oh, Mann. Ja, das sollte eine Lehre für euch alle sein. Au. Sag's deinen Freunden. Sie sollen nie wieder zu mir kommen. Gut, wir müssen uns jetzt den Weg hier durch die verwunschene Bastion bahnen. Ich weiß leider gar nicht, wohin. Wahrscheinlich wieder denselben Weg, aber hier gibt's wieder neue Schatztruhen und Karte und was weiß ich alles. Soweit ich weiß. Oder auch nicht. Nein, gibt's nicht. Ich hab gelogen. Ich bin ein Lügner. Straft mich, Lügner. Wir müssen jetzt... Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, das ist eine gute Frage. Mal schauen. Okay. Geh einfach mal da lang. Das kann doch nicht alles gewesen sein, diesen Typen da zu besiegen. Und dann geht's einfach hoch. Mir war so, als müsste ich da mehr tun. Aber ich probiere es einfach mal. Oh, hier stehen schon auf einmal so eine Typen. Die haben neue Wachen aufgestellt. Ah, ich muss mich mal wieder ausrüsten. Das geht ja einfach mal nicht. So, den Bogen, den Boomerang mache ich dahin und den Hammer da. Und was machen wir da hoch? Hm, den Bogen. Bam! Boah, der Hammer haut richtig rein, ey. Ich bin Link. Oh, geil, ein Glücksamulett. Huhu, wir mussten nicht mal einen Schatz suchen dafür. Hey, wie komme ich darüber? Oh, cool, ich kann ja fliegen. Nach langem brauchen wir mal wieder unser Blatt. Ja, es wurde nicht vergessen. So. Weil es so schön ist, machen wir gleich mal alle runter. Soll ja gleichmäßig aussehen. So. Durch die Tür. Hinein ins Vergnügen. Da müsste eigentlich schon dann der Raum kommen. Ich dachte immer, hier gab es noch was. Aber wir werden ja gleich sehen, wie es weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach da reinspazieren können. Aber anscheinend schon. So, hier müsste nämlich der Raum sein, soweit ich weiß. Wo diese Tür ist. Nein, noch nicht hier. Ich meine natürlich... Hä? Nein, ist schon richtig. Ich gehe mal weiter. Huch, was war das denn? Schaurig, schaurig hier. Also, ja, hier ist der Raum. Unser Zielort, würde ich mal sagen. Werde auch du Opfer. Au! Alter, werde auch du Opfer meines Hammers. Okay, der lässt sich nicht beeindrucken. Friss Bumerang! Bäm! Ja, ja. Der Hammer haut richtig rein. Der gefällt mir. Stirb auch du. Nein, nicht nochmal. Boah, ich kann auch seitlich mit dem schlagen. Ist ja hammermäßig, ey. Hammermäßig. Hoho. Nein, das wollte ich niemals. Oh, verdammt. Jetzt muss ich wieder hoch. Wo bin ich denn hier? Da will ich nicht hin. Das war Fail. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Leute. Ah, lasst mich raus, ich will wieder zurück. Ja, so zeige ich euch noch ein bisschen verwunschene Bastion von Feinsten. Oh nein, hier ist alles zu. Haha. Legt euch nicht mit mir an, ich habe einen Hammer. Und ein Masterschwert, Leute. Also, respektiert mich. Huch. Hammer! Du bist Hammer. Bam! Oh, habe ich die Zockwedge, kleine Ratte. Tut mir aber gar nicht leid. Mann, ich will hier wieder hoch. Gibt's denn hier gar keinen Ausgang? So ein schönes Erlebnis. Oh nein, ich höre wieder dieses eklige Geräusch. Oh, hier war doch eine Leiter oder sowas. Ja. Mann, lasst mich in Ruhe. Ja, lasst mich einfach in Ruhe. So. Ihr habt sowieso keine Chance gegen mich. Also versucht's erst gar nicht. Boah, das gibt's doch nicht.
Diese Viecher, ich hasse sie. Boah, ich finde hier keinen Ausgang, Hilfe. Oh, hier muss doch irgendwo ein Ausgang sein. Ich bin verloren in der verwunschenen Bastion. Oh, jetzt bin ich hier beim Gefängnis angekommen, oder was? Mann, lass mich. Okay, Leute. Wenn ich hier keinen Ausgang finde, dann werden wir uns gleich wieder in diesem Raum treffen. Da, wo ich runtergefallen bin. Der Fail-Raum. Gut, wir gucken mal auf die Karte. Oh, Notausgänge sind da, okay. Okay, wir sehen uns gleich wieder da auf. Ich werde ihn hier noch offscreen, nicht mehr vernichten, aber gut. Wir sehen uns gleich in diesem Raum. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich kann euch empfehlen, Leute, fallt niemals in das Erdgeschoss da. Das ist echt der Horror. Also, da sind Ratten, die mit Bomben auf mich werfen. Dann diese komischen Dinger, die ich gerade hier gesehen habe. Diese... Und noch ganz viele andere nervige Dinge. Und genau das ist der Grund, warum ich die verwunschene Bastion so sehr liebe. Ja. Nein, ich hasse sie. Wenn es eine Insel auf dieser ganzen Karte gibt, die ich zerstören könnte, wäre es die verwunschene Bastion. So. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich habe eine Mission. Aus dem Weg. Schnell wegrennen, Leute. Okay. Der Part ist auch gleich wieder zu Ende. Lass mich durch, ich bin Arzt. So. Nein. Mann, ihr nervt. Lass mich in Ruhe. So. Haha. Hui. So. Bam. Okay, weiter geht's. Okay, ich werde jetzt noch hier rüber balancieren, wenn es funktioniert. Denn diese Dinger... Nein. Ah, ah. Okay. Sie sind ganz hinterhältig. Stechen die so mit dem Dreizack oder was sie da haben. Boah, lass mich bloß in Ruhe, ey. Wenn ich hier runterfalle wegen euch, ey, dann seid ihr sowas von tot. Yeah, ich bin auf der anderen Seite. Okay, und während ich jetzt die Lightshow, die Lasershow von der verbundenen Bastion betrachte, werde ich den Park beenden. Denn wir sind... Ah nein, ich werde noch hier rüber balancieren. Ich hoffe, es reicht noch die Zeit. Ich beeile mich. Oh, irgendwas schießt da auf mich. Oh, das sieht gefährlich aus. Ah, hier schießt irgendwas auf mich. Verdammt! Okay. Verdammt! Nein! Ich raste aus. Diese scheiß Bomben, na gut. Ich werde die noch erledigen. Daran habe ich nicht gedacht. Im nächsten Part sehen wir uns gerade da wieder, wo ich gerade runtergefallen bin. Und diesmal ohne Bomben. So. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuschauen.